Gut, alle sind Level 19, das gefällt mir. Schnell, beeilt euch. Yay, wir haben zwei der wahrscheinlich sechs Wege geschafft. Ich bin wieder wach. Freut mich, Lotzett, freut mich. So, Teddy und Xenoblade sind schon mal Level 2. Die sind auch Level 2. Bam! Weiter geht's. Badadadam. Ja, das ist mein einziger. Also, was ich an Miitopia wirklich nicht mag, ist, dass es echt. Irgendwann ist es langweilig. Das ist das Problem. Und auch zum Let's Play wird es halt irgendwann langweilig, wenn es halt 10.000 Wege gibt und nichts Neues. Gut, du kriegst ein Herzchen durch, Z. Das freut mich für dich. Ja, für die Liebe. Denn die Liebe werde ich schneiden. Mach das, Z. Mach das. Mehr mache ich ja auch. Und Noir möchte eine Runenrobe haben. Die kann ich ihr auch geben. Ba-ba-ba-dam. Ba-ba-ba-ba-dam. Ich sehe gut darin aus. Finde ich auch, Noir. Ich werde Teddy damit beeindrucken. Sehr wahrscheinlich. So, ich habe noch 11 Mal was zu essen. Keine Kobaltschinken, Glyphen aber für Sperling. Ob Noir die auch mag? Nein, die sind ekelhaft. Hier haben wir endlich mal was, was sie mit Magie nicht mag. Tee liebt Yumu sehr. Das schmeckt so gut. Das schmeckt so gut. Zero auch für dich. Ja, das ist lecker. Sehr lecker. Und Kaktussaft, hier für dich. Kaktussaft macht auch irgendwie keiner. Das ist wie Koboldschinken. Okay, 19, 19, 19, 18, 18 und 18. So, die letzte Gruppe, die noch bis 19 werden muss, die mache ich also auf 20 schon mal. Wir haben ja noch ein paar Wege hier offen. Aufgepasst, ihr dummen Idioten! Bam, bam, ab nach rechts. Bin ein bisschen aus der Puste. Hä? Ich habe einen Brief in meiner Tasche bekommen. Cool. Welcher dumme Idiot war das? Ich hoffe, du isst genug Obst und Gemüse. Eine gesunde Ernährung ist äußerst wichtig. Diese dumme Idiotin denkt, weil ich ernähre mich ungesund. Zuh. Ich zeige ihr bald Peitschdiebe. Sie macht sich viel zu viele Gedanken. Mir macht es eher Sorgen, dass Teddy so oft über Obst und Gemüse redet. Ja, das dachte ich mir schon, dass wir hier zweimal lang müssen. Badam, badababam, badababam. Oh je, das Problem ist, die Gruppe kann nicht mehrfach angreifen, also können nicht alle angreifen, da bin ich der Einzige. Ja, bei der Gruppe die Map zu machen, wird ein bisschen nerviger. Piekser der Strafe, ihr dummen Idioten! Oh, Franziska kann Angriff der alle angreifen, das ist toll. Danke, Franziska, dass du zumindest etwas kannst. Schnaub sie tot, Wendy! Ich bin vorsichtig. Vorsichtig sein! Aua! Alles okay mit dir? Ja, Zero. Danke. Bye, bye. Ich kipp gleich um. Jetzt kommt schon. Wir schaffen das. Also, das ist noch ein Gegner. Und dann haben wir auch diesen Pfad geschafft. Ba, 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 dam. Los, Zero. Schnauben wir, was das Zeug hält. Los, Yumu. Schnauben wir, was das Zeug hält. Nein, ich bin stur, du dummer Idiot. Kaktus, Paktus, Spidibus. Aua. Dann setze ich bei Laser ein. Bye, bye. Laser time.
Endlich haben wir auch den Teil geschafft. Bam, 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 bam. Badadadam. Ich nehme noch wahrscheinlich noch zwei Parts auf, würde ich sagen. Zumindest ist jetzt alles ruhiger und geiler und toll. Bam, bam. Wir machen einfach weiter, würde ich sagen. Einfach weitermachen. Bam. Wir müssen noch zweimal das Level machen. Zweimal oder noch dreimal? Naja, es wird doch oft sein, sagen wir es so. Wir gehen nach geradeaus wieder. Und dann nach unten. Meine armen Beine, ihr dummen Idioten. Wir können nichts dafür, Franziska. Wir können wirklich nichts dafür. Jetzt nach unten gehen. Dann wird dort wahrscheinlich jetzt ein Gegner kommen. Oh, es ist anstrengend. Sag, Yumu, hast du eigentlich einen Schlachtruf? Sie hat schon mal Nein gesagt. Nö, mir fällt keiner ein. Du dumme Idiot. Die kann dir keinen dummen Schlachtruf einfallen. Bam. Ausgewichen. Ich leiste hier meinen Beitrag. Bin ein bisschen aus der Puste. Wir müssen diese Map viel zu oft machen. Mit Nazis. Badabababam. Angriff, ja. Let's Dance. Ich tanze gerne. Ich bin auch gern bei Let's Dance bei RTL dabei. Okay. Laser. Ist alles okay, Franziska? Du dummer Idiot, du hättest schneller da sein müssen. Ja, ist okay, Franziska, als ob ich weiß, wann du angegriffen wirst. Und dass du zu dumm bist, zu ausweichen. Wer hat gesagt, ich dumm bin? Ich erledige das. Okay, Wendy. Let's go. Ich beschütze die Waifus. Das ging schnell. Jetzt die Frage. Wie sieht's aus? Wie oft müssen wir die Map noch machen? 4100? 3700? Okay, Teddy bekommt ihr neues Outfit. Sie hat schon lange genug drauf gewartet. Mein Smoking-Outfit. Ist das nicht klasse? Sieht das nicht klasse aus? Ich finde, es sieht klasse aus. Mann, bin ich stylisch. Stimmt, das sieht schon cool aus. Was haben wir zu futtern? Cheffe liebt Kaktussaft, also isst, trinkt, meine ich eher. Ja, und viel Spaß, Sperling. Oh, so lecker. Oh, so yummy. Und noch für Zero. Ja, ich liebe. Oh, ja, schmeckt so gut. Lecker Schmecker. Oh, ich liebe Tee. Und noch mehr. Ich will auch. Ah, lecker. Und weiter geht es. Ba-ba-bam. Es wären noch zweimal, oder? Es wären noch zweimal wahrscheinlich. Abmarsch. Rennen hält fit. Ja. Und solche Maps werden wir noch am Ende des Spiels ganz oft sehen. Und gerade im Postgame sind diese Maps sehr oft so aufgebaut. Geh nach oben. Nein, es geht nicht nach oben. Das heißt, es wird gleich eine Abzweigung kommen. Ich wusste es. Ja, aber gegen diese Maps kann man einfach nichts machen. Die sind einfach so gemacht worden. Strafendes Licht. Gut gemacht, Zero. Gut gemacht. Ui, Yumu. Dann werde ich mal Hitzegeschosse einsetzen. Bye, bye. Ja, schon beeindruckend. Wie lange sitze ich jetzt an dieser Map? 15 Minuten? 10 Minuten? Viel zu lang zumindest. Viel zu lang.
Ja, ich finde 6-mal pro Map schon echt viel. Und gegen Ende werden das halt echt viele solcher Maps. Und das nervt dann halt auch wieder. Die 100%-Spieler werden halt bestraft, aber gleichzeitig kann man auch behaupten, du bist nicht gezwungen, 100% zu spielen. Also man wird schon nicht gezwungen, 100% zu spielen. Nervig ist es trotzdem. Gut, jetzt mein allerletztes Mal und dann haben wir es geschafft. Ab nach unten. Es sind zumindest nicht so viele Gegner tatsächlich. Aber wer weiß, wie der untere Weg aussieht. Ich glaube, ich hau gleich ab. Es sind viel zu viele Gegner hier. Ich verstehe, was du meinst, Zero. Ich verstehe, was du meinst. Strafendes Licht. Gut gemacht, Zero. Let's dance. Pixar, der Pose. Was? Ich erledige das. Okay. Nee, Schnaube los. Wendy. Zangergriff. Ba-ba-ba-ba-ba-dam. Ba-ba-ba-bam. Ba-ba-ba-dam. Ba-da-ba-ba-bam. Los, Beeilung! Du bist aber gut gelaunt, dummer Idiot! Peitsch! Und da haben wir auch schon mehr Zangenangriff, ja! Zero, das war klasse! Danke für das Kompliment, Chef! Ah! Franziska Schnaube! Okay, du dummes Pferd! Ja, das kommt davon, hä? Huh? Laser! Starten! Ich helfe! Ich helfe auch! Frag mich aber die ganze Höhle lang dieses Team sein werden. Also die Truhe haben wir uns verdient. Mit leckerem Sachen. Badababababam. Welches Level ist Viridi mit dem Pferd? 15. Also, Franziska ist weiter unten mit dem Pferd, das heißt, sie könnte tauschen. Und sie hat doch keine Beziehung mit Sperling. Wie sieht die Beziehung mit Sperling aus? Auch 2. Dann machen wir mit Yumu was. Und Noir macht mal was mit Xenoblader. Und Teddy fehlt eine Beziehung mit Viridi. Nee, warte mal, Teddy fehlt eine Beziehung mit Franziska. Ja, mach doch mal was mit Zero. Und wir lassen das mal so. Wir können ja auch mal Cheffe wieder. Obwohl Cheffe eine hohe Pferdbeziehung. Kann man das mal lassen. Hier bekommst du ein Gespenstertaler. Taler. Strecken. Ah, Mann. Ah. Zumindest haben wir auch wieder was zu futtern. Wir haben die erste Map auch geschafft. Cobra Nuggets ist Sperlings Lieblingsessen. Der mag irgendwie auch immer alles Eklige. Hier mehr für dich, Zero. Sonst die hier Yumu vielleicht. Sie mag sie zumindest, ist gut. Duftender Tee auch noch für dich. Nee, Zero mag nicht mehr. T für Z, okay. Auch wenn Magie nicht sein Wert ist, aber kann ja trotzdem helfen. Hier ist mal Chef, das hast du noch nicht gehabt. Und ein Marshmallow für Teddy. Und weiter geht es. Mit Level 18 und einem 23. Gut, jetzt erstmal nach rechts. Ich hoffe, der Weg besteht nicht aus 6 Wegen. Wenn doch, weine ich. Meine armen Beine. Ich verstehe, was du meinst, Chef. Ich verstehe, was du meinst. Es sind 2 Wege. Ich hoffe, die splitten sich nicht nochmal in 2. Weil ich habe jetzt keine Lust auf eine 4er-Map.
Ich hoffe es sehr. Badam, badabababadam. Ein Zangangriff, ja. Ja, ihr seid jetzt beim langweiligen Teil des Let's Plays angekommen. Und damit müsst ihr jetzt halt leben. Aber Chef, das ist nicht langweilig. Wer auch immer das jetzt gesagt hat, ich habe dich nicht gehört. Also ich stelle mir schon vor, dass es ziemlich langweilig ist zuzusehen. Aber jedes Spiel hat mal seine langweiligen Phasen, das ist normal. Das ist schon normal. Oh, es ist eine angenehme Map, danke. Danke, wer auch immer dachte, die Map ist gut, danke, ich liebe dich. Ja, Unholde. Ja, du dumme Idiotin, ich spiele doch gern Leuten Streiche, oder? Oh ja, Streiche, Quatsch, wie kommst du darauf? Ich peitsche sie aus. Psch, psch. Wir müssen uns besser vor Paparazzi schützen, hä? Ihr dummen Idioten, ihr denkt, ihr habt euch uns durchschaut, hä? Wir sind fast da. Die Geschichte gefällt mir. Ich fühle mich spitze. Haha, ich nicht. Immerhin eine Truhe. Ba, 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 bam. Ja, die sind alle noch flüchtige Bekannte. Deswegen ist es gut, dass die mal ihre Beziehung stärken. Oh je, jetzt rastet dich aus, okay? Ihr habt alle ein Level abbekommen, oder? Mann, der arme Chef, der hat nichts bekommen. Ich habe nicht genügend Geld, also lasst es sein. Lasst es sein. Noir für dich. Ja, Kaktussaft schmeckt. Ja, wir wollen Limo. Wir wollen Limo. Ich liebe es, wie alle sich freuen. Dieses Bild hier. Ja. Ja, ja, ja. Nein. Oh je, dann hier Speer liegt nimm. Cool, untersuchen wir erstmal den Platz. Weil es wird eh ganz oben sein. Es muss ganz oben sein. Irgendwo hier ist was gegraben. Hä? Eine HP-Banane. Oh Mann. Und jetzt den zweiten Weg noch nehmen. Die Map ist schon mal viel angenehmer als die erste. Ich will jetzt Kätzchen knuddeln. Sag nicht sowas, das ist böse. Kätzchen sind böse. Ja, Kätzchen sind schon böse. Ich bin absolut kein Tiermensch, tut mir leid. An alle, die dachten, ich bin ein Tiermensch. Nein. Nein. Nur weil ich eine Katze war in der Wüste. Miau. Dann war das so. Ich will auch Kätzchen knuddeln. Nein, Jumo, willst du nicht. Wie sich wohl Zero fühlt. Ich bin ein Reploid. Und ich bin so schnell wie der Wind. Let's go. Let's dance. Immerhin die Nasen wurden beeindruckt. Dann mache ich mal Laser. Macht mit. Macht halt nicht mit, ihr Freunde, nicht Freunde. Ich tanze, weil ich eine Nase bin. Ich bin tot, weil ich eine Nase bin. Ich war beeindruckt, Jumo. Ich war beeindruckt. Badabababababam. Nö, ich mach gerne noch eine halbe Stunde weiter. Okay, ich schaffe mich zu Xenoblader. 5000. 3700. Endlich werde ich gruselig. Mit meinem Halloween-Outfit werde ich euch das Gruseln beibringen. Und Kürbissuppe machen. Kürbissuppe. Okay. Chef, mich zu Xenoblader. Ich meine, warum nicht? Also. Und mein nächster Trick. Ich imitiere jetzt Lord Zed. Was? Persona 3, the answer. Ja, das kommt sehr nah dran an diesen alten Knacker. So alt bin ich nicht. Hast du die Stimme auch gehört, Xenoblader? Nee, nee.
Und weiter geht's. Wir wollen erobern. Wir schaffen das. Letzter Ort. Bitte kein sechster Weg. Sonst weine ich. Mir könnte es nicht besser gehen. Ich bin ja gespannt, wie lange das anhält. Ja, ich auch, Zero. Ich auch. Ja, also man gewöhnt sich an die Gegner. Die sind ja alle nicht sehr stark. Der Nachteil ist, dass die Gegner, dass halt Yumu immer tanzen muss. Und tanzen halt nicht so viel bringt, meiner Meinung nach. Vielleicht später im Spiel mal, aber nicht jetzt. Bye-bye, Cheffe. Angriff los. Nicht übel, oder? Zangangriff. Badababam. Badababadam. Ich helfe dir. Na dann, Reitangriff. Badababadam. Badababam. Badababadam. Badababadam. Aufgepasst, Yumu kommt. Okay, es scheint keine Abzweigungs-Map zu sein. Zum Glück. Schnaum ist gut. Schnaum ist gut. Ich nehme an, noch ein Gegner kommt und dann sind wir fertig mit der Map. Ich will jetzt Hündchen knuddeln gehen. Sowas kann passieren, nehme ich an. Okay, ja. Es sind einige Gegner, aber damit kann ich leben. Besser als 1000 Abzweigungen. Und es ist irgendwie leveln damit. Das ist auch gut. Komm, Yumu, du bist verrückt nach mir. Ja, ich liebe dich, Franziska. Ich liebe Cheffe nicht mehr. Franziska, Franziska, Franziska. Oh, holde Franziska. Was ist da passiert? Dein geheimer Trick, du dummer Idiot. Und bald bist du damit dran. Nö, danke. Ich helfe dir, Yumu. Badababam. Damit haben wir es geschafft. Das erste Juwel haben wir damit eigentlich auch erreicht. Oder? Oder nicht? Will noch das Spiel was sagen? Franziska umfährt. Ich kümmere mich ums Saubermachen. Ha, das wäre jetzt ärgerlich, wenn mich hier ein Pferdepopo an der Arbeit hinderte. Hätte ja klappen können. Ich liebe Pferdepopos. Zum Pieksen. Wir reden nicht darüber, was Franziska gesagt hat. Ich musste gerade schweigen. So, da oben ist der Schatz. Da ist der Schatz, oder? Wir haben das Mundjuwel gefunden. Juhu! Du hast die Quest von MC Ador geschafft. Also der dunklere Fürst befindet sich im Himmelsturm, richtig? Und dies ist eines der Juwelen, mit dem man den Toreingang öffnet. Schauen wir doch mal, ob wir die anderen nicht auch noch finden. Dann können wir zum Himmelsturm. Und dann erteilen wir dem dunkleren Fürsten eine Lektion. Wenn wir ihn besiegt haben, wird sicherlich auch der große Weise befreit sein. Halte durch, Snake. Wir sind auf dem Weg. Das war eine Sprache, die hätten wir niemals erwartet, Cheffe. Ja. Und los geht's. Ba, ba, bam. Weit gereist, wir kommen her. Na, Gamschu? Du suchst wohl Juwelen, oder? Aber was für Juwelen hättest du gern, Junge? Naja, Juwelen zum Himmelsturm. Juwelen, die aussehen wie Augen, eine Nase oder ein Mund. Hey, hör mal, das ist schon ein wenig gruselig, oder? Junge, Junge. Aber wenn ich so darüber nachdenke, könnte sein, dass mal jemand sowas in der Art erwähnt hat. Vielleicht solltest du dich mal in der Stadt umhören, Junge. Okay.